Okay, läuft. Oh, ewig war's friedlich in den 5 Welten. Oder sind es 6? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich hab gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Nasty Nork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Da habe ich wohl einiges zu tun. Das Abenteuer beginnt. Und damit, hallo Internet und herzlich willkommen zu Let's Play Spyro the Dragon aus der Reignited Trilogy auf der Nintendo Switch. Ja, mein Name ist Huxel und wir werden diesen wunderschönen Plattformer gemeinsam durchspielen. Für alle, die Spyro nicht kennen, das Spiel wurde ursprünglich mal von Insomniac Games entwickelt. Es waren eigentlich PlayStation 1 Spiele, also 1, 2 und 3. Ja, und die haben irgendwann ein Remake spendiert bekommen. Auf der PS4 und der Xbox One, glaube ich, in dieser Reignited Trilogy eben. Komplette Grafik überarbeitet und. Und ja, das wurde auch irgendwann auf die Switch portiert und das ist eben das Spiel, was ich jetzt hier gerade spiele. Ja, das Spiel ist so ein bisschen wie Mario 64, angeblich. Ich habe es nicht gespielt, also ich habe keine Ahnung, ich spiele es hier blind durch. Habe mir aber trotzdem gedacht, wir machen mal 100%, weil, ja, es ist ein Plattformer, also muss man 100% machen. eigentlich ist alles andere ja ein bisschen langweilig. Und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es sehr, sehr hübsch ist. Also es sieht wunderschön aus, das Spiel. Schaut euch Spyro an. Spyro. Oh, wir können Feuer speien. Nice. Wir können auch springen. Oh, und wir können rennen. Nice. Grundlagen kann ich schon mal. Ja, wir spielen erstmal nur Teil 1. Teil 2 und Teil 3 spiele ich irgendwann mal anders. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Da vorne ist ja irgend so eine Drachenstatue. Gerettet, Nestor! Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir! Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Nice! Ja, das ist dann wahrscheinlich unser Main Collectible. Ey! Was? Wieso hat die mich angezaubert? Zauber dich selbst an. War das Speichern? Das war wahrscheinlich Speichern. Das sind wahrscheinlich unsere Main Collectibles, die Drachen. Denke ich mal. Tja, und das hier, ja, Edelsteine sind anscheinend so eine Art Münzen. Moment, ich gehe mal einmal ganz kurz in die Optionen. Ach, da sieht man auch unten. Ah, man kann... Okay, 100 Stück gibt es in jeder Welt anscheinend. Von diesen Edelsteinen. Und jetzt in der hier zumindest 4 Drachen. Was wollte ich denn machen? Ach genau, ich wollte die Untertitel mal ausmachen. Die Untertitel sind voll übel, ey. In den Zwischensequenzen nehmen die Untertitel irgendwie 50% des Bildes ein. So. Dann, hey, bleibst du wohl stehen? Ey, der hat einen Sack auf dem Rücken. Kommst du her? Ah! Boah, die Kamera ist ein bisschen stur. Komm! Oh, alter Schwede, hat der viel gedroppt. Nice. Jo, da vorne ist ein weiterer Drache. Und zwar... Delbin. Wo ist Nasty Nork? Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut-Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Nice! Mir ist Sparks bis gerade gar nicht aufgefallen. Der sieht ja witzig aus. Hallo Sparks. Oh. Okay, also Sparks folgt uns und hilft uns. Tja, das ist hier, glaube ich, aber eine Hub-World. Also ich meine, das ist gar keine richtige Welt. Tja, da oben sind noch Edelsteine.
Die Bösewichte sollten wir vielleicht auch mal besiegen. Komm her. Jo. Oh, noch ein Drache. Alter Schwede, geht das schnell. Thomas. Hey, Spyro. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Sehr schön. Okay, also wir können auch gleiten. Nice. Doppelsprung haben wir nicht, aber wir können gleiten. So. Ich schaue mir jetzt erstmal in Ruhe die Hubworld an. Kann man auch runtergehen? Ah, da oben ist so eine Art Portal. Es ist wirklich so ein bisschen wie bei Mario 64, glaube ich. Also da kann man wahrscheinlich durchgehen und dann kommt man in irgendeine richtige Welt. Ey! Komm her! Über meine Edelsteine, ich will die haben! Kommst du woher jetzt? Ey, ist der schnell. Hallo? Ey, das geht doch gar nicht. Der kommt weg. Boah, jetzt habe ich ihn aber erwischt. Nice! Nochmal fette Edelsteine. Da vorne ist auch noch einer. Oh, hier liegen ganz viele noch rum. Okay, 100 Stück sollte es hier geben. Ach, hier gleitet man einfach nach oben. Okay. Altstadt. Ne, da will ich jetzt aber nicht rein. Da ist eine Schatztruhe und da sind noch mehr Edelsteine. Edelsteine! Nein! Oh nein! Ich habe die Schatztruhe. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen. Das wollte ich gar nicht. Ja komm, gehen wir nochmal hoch. So, jetzt nochmal richtig. Könnte hier wahrscheinlich auch gleiten, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dann dran vorbeigleite. Ah, okay, einfach nur Edelsteine. Gut, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Oh, das Spiel ist so hübsch, ne? Das sieht so schön aus, das Spiel. Krass. Wieso habe ich das nicht früher gespielt eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Naja, du, dann gehen wir wieder nach oben. Macht eigentlich die Select-Taste. Ach, da hat man eine bessere Übersicht noch. Artisanenwelt, Artisan, 61%. Ach, da sieht man auch schön, wie viel man vom Spiel geschafft hat. Oben rechts ist eine gesamte Fortschrittsanzeige. Dann haben wir links eben die Hubworld und rechts haben wir dann die Anzahl der Drachen und die Anzahl der Edelsteine. So, da oben ist eine große Tür, da komme ich wahrscheinlich nicht durch. Ey! Muss dich platt machen, es tut mir leid, aber ich brauche deine Edelsteine. So, ging ja schneller als gedacht. Ja, die Schafe geben leider keine Edelsteine. Oh, da vorne ist eine Kiste. Die will ich haben. Oh, hat nicht so ganz funktioniert. Moment. Kann ich nicht aus dem Charge heraus gleiten? Nee, anscheinend nicht. Das geht aber irgendwie. Ich wette, da kommt man irgendwie drauf. Nice! Wir sind oben! Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Fähigkeitspunkt? Was ist das denn? Ah, Moment. Mit X Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte Seite 1. Artisan. Erreiche die knifflige Plattform. Ach, das sind so Challenges, oder was? Ah, es gibt noch so Challenges. Ah, Challenges und damit... Sammle Fähigkeitspunkte, um Teil 1 und Teil 2 der Kunstgalerie freizuschalten. Ah, man kann hier so Zusatzaufgaben erfüllen, also so Achievements eigentlich. Und wenn man die erfüllt, dann kriegt man offensichtlich so ein bisschen Artwork noch. Sehr cool, okay, cool. Das machen wir dann auch einfach mal mit. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schwer. Allgemein hoffe ich ehrlicherweise, dass das Spiel nicht ganz so schwer ist. So, was haben wir hier? Oh, Schätze, Schätze, Schätze. Oh, tut mir leid. Oh, er hat sich so gefürchtet, dass ich ihn angreife. Ah, da ist der Ballonfahrer. Da sollen wir ja erst hingehen, wenn wir 10 Drachen haben. Dann machen wir das auch erst dann. Jo, habe ich jetzt hier alles gesehen eigentlich? Nee, hier ist noch so ein Labyrinth. Ah, was ist das denn? Hat da gerade jemand rausgeguckt? Ich glaube, da hat jemand rausgeguckt. Oh, hallo! Das war Anspein. Ach, das ist ein Leben. So, 85, nee, 87 haben wir schon. 89! Was habe ich mir denn hier für einen Bereich noch nicht angeguckt? Also irgendwo müssen ja noch Edelsteine sein.
Da vorne ist auch noch so ein Bereich. Ah, okay. Oh, da ist auch noch ein Drache. Und ganz viele Edelsteine. Das sind sicher die letzten. Oh, das steuert sich so flüssig, das Spiel. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ist die Kamera. Aber ansonsten ist echt cool. 99 haben wir. 99. Irgendwo liegt noch ein Edelstein. Egal. Argus. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Aha. Wir haben alle Drachen gefunden. Hat einer von euch einen Edelstein? Ich will einen Edelstein. Ne, nur die Bösewichte haben Edelsteine. Oh nein, sehen die süß aus. Wenn man die abfackelt. Ja, irgendwo ist noch ein Edelstein. Keine Ahnung, ich habe irgendwie den Edelstein verpasst. Wo ist ein Edelstein? Oh, wo habe ich denn hier einen Edelstein liegen lassen? Ah, Moment, da vorne leuchtet noch was. Ist das vielleicht ein Edelstein? Ja, Leute! Nice! 100 von 100! Ja! Artisanenwelt 100%, würde ich sagen. Artisanenwelt, beziehungsweise Artisanen 100%. Na dann gehen wir doch als erstes zu den Steinhügeln. Okay, das wird zusammengerechnet. Im Ladebildschirm. Ich weiß nicht, ob man sich irgendwas davon kaufen kann oder so. Keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass man die Währung gegen irgendwas eintauschen kann oder so. Wie lange lädt das denn? Alter Schwede, lädt das lange. Ah, jetzt sind wir aber da. In der nächsten Welt. Nice, das sieht ja hübsch aus hier. Tja, Edelsteine. Ah, ich freue mich jetzt so auf das Spiel. Mann, habe ich da Bock drauf. Oh, so ein richtig schönes, quietschbuntes Platforming-Game. Ich hoffe, dass Teil 2 und Teil 3 auch so gut sind wie der erste. Der einzige Grund, warum ich jetzt nur den ersten spiele und nicht direkt den zweiten und den dritten, ist halt einfach, um euch ein bisschen Abwechslung zu bieten. Also ich wollte jetzt nicht drei Spiele aus der Reihe hintereinander irgendwie durchklatschen, sondern ich habe mir halt gedacht so, ah, komm, erstmal einen Teil und dann irgendwann machen wir nochmal einen zweiten. Und dann nochmal den dritten irgendwann. Also wenn ihr da Lust habt natürlich. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel mögt, ob euch das gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt und. Tja. Okay, 1, 2, 3. Es gibt drei Wege hier. Und einen Brunnen. Kann man in den Brunnen rein? Nice. Ah, okay. Die Libelle, die besorgt uns die Edelsteine. Ist mir gerade aufgefallen. Die snackt so die Edelsteine weg. Naja, wenigstens haben wir hier einen Drachen gefunden. Und zwar Gavin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Ah, das ist auch gleichzeitig unsere Health-Anzeige. Ach jo. Okay. Und wenn die Libelle Schmetterlinge futtert, dann kriegen wir Health dazu. So ein bisschen wie bei Ukulele. Was ist denn mit dem Ding hier? Oh. Braucht man da einen Schlüssel? Ich meine, es ist ein großes Schloss davor. Wahrscheinlich braucht man einen Schlüssel. Okay, gehen wir erstmal wieder nach oben. Ja, keine Ahnung. Wenn wir irgendwo einen Schlüssel finden, dann gehen wir nochmal zurück nach unten. So. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Komm, wir gehen erstmal hier lang. Und schauen uns mal ein bisschen um. Ein weiterer Drache. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ganz viele von diesen silbernen Truhen. Ah, diesmal kann man die aber kaputt rempeln. Ach, die haben keine Schlösser davor. Okay. Das ist der Unterschied. Sehr schön. Ja, das ist ja einfach bis jetzt. Also so viel müssen wir jetzt aktuell noch nicht machen, um hier Drachen zu retten. Linda! Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst,
wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Ah, sehr gut. Dann hatte ich also recht. Dieses Anzaubern, das ist Speichern. Aha, sehr gut. Habe ich gut geraten, würde ich sagen. So, wo gehen wir als nächstes hin? In irgendeine andere Tür. Sieht so ein bisschen nach Hauptgebäude aus. Ja. Der Schatztruhe. Oh, und das ist ein Leben. Ah, geh weg, Bock. So. Ah, schau mal einen an. Noch ein Drache. Astor. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Er hat einfach keinen Bock da drauf. Wie witzig. Sehr, 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 sehr lustig. So, also hier kommen wir zurück nach Hause. Unten noch irgendwas? Ah, ja, 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 ja. Das heißt, man muss also auch immer das Ende des Levels finden. So. Frage ist, wie kommen wir jetzt nach oben? Oh, hier ist ein Schlüssel. Nice. Das ist aber ein goldener Schlüssel. Kann ich mit einem goldenen Schlüssel die silbernen Schatztruhen aufmachen? Egal. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben zurück. Ah, da kann man sich hochgleiten lassen. Ja, wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Wo war denn nochmal der Brunnen? Hier in der Mitte irgendwo, ne? Da vorne, genau. Jo, und? Kann ich die Schatztruhe aufmachen? Ja! Neat! Richtig viele Edelsteine. Wie viele haben wir denn schon? Ach, hier gibt's mehr als 100. Hier gibt's 200. Okay. Hatte mich gerade schon gewundert. Hier gibt's 200. Hier gibt's 4 Drachen und ein Ei. Aha. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Keine Ahnung, was jetzt der Unterschied beim Ei ist. Also, ob das irgendwas anderes auslöst oder so. Ich weiß es nicht. So, da vorne geht's noch lang. Ist dann auch, glaube ich, der letzte Weg, ne? Kann das sein? So. Oh! Was ist das denn? Komischer, alter, bärtiger Mann. Ja komm, da gehen wir gleich mal hin. Aber erstmal clearen wir hier alles. Oh! Ach, das ist ein Feind! Ich dachte, das wäre ein Freund. Ich dachte, der würde uns helfen oder so. Da gibt es ganz viele von den komischen alten Zausern. Ja. War hier am Rand noch irgendwas? Ah, da vorne sind noch welche. Ja, du wirst doch gleich getötet. Keine Sorge. Ich greife dich doch gleich an. Der ist so ungeduldig. Hallo. Aua. Ey, der hat mich geschlagen. Geht's noch? Der Almöhi. Tja. Ah. Ich glaube, hier haben wir alles. Schauen wir mal oben weiter. Ah, da ist noch ein Drache. Nice. Tja, dann befreie ich dich mal, Kollege. Gildas. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Aha, so ein nützlicher Tipp. Zack, und damit ist gespeichert. Okay, wir können da vorne jetzt hingleiten zu den Edelsteinen. Und können uns dann wahrscheinlich die Welt oben noch ein bisschen anschauen. Ganz so viel zu tun gibt's ja nicht mehr. Ja, liebe Leute, ich würde da sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Spyro the Dragon. Euer Huxel. Ciao.